dein Stab, holt mich hier raus. So, unser Taxifahrer hat gerade erklärt, dass hier wird Gummi gewonnen. Das sind so Gummibäume, wo morgens, nur morgens Gummi gewonnen wird. Diese Schüssel ist dann voll und es wird verwendet für Autoreifen und so weiter, alles was Gummi ist. Hier wohnt der Dschungelkönig. So, wir fahren dann mal eine Kleinigkeit essen. Nummer 17. So, wir sind am Ziel. Bei diesem Restaurant wird Erlebnisgastronomie neu definiert. Das berühmte Polizeiboot aus dem Fernsehen von 2004 vom Tsunami 2 Kilometer ins Landinnere gespült worden. Also da, wo es jetzt liegt, ist es von dem Tsunami hingespült worden. Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Wenn man mal in die andere Richtung Meer guckt, ja, dann 2 Kilometer, kein Meer zu sehen. Das Tsunami-Denkmal symbolisiert, wie hoch die Welle war. Schon sehr beeindruckend. Was für eine quietsche Badeente zum Essen.
ein Sushi. Test und Sushi hast du noch nie gesehen. So hast du definitiv noch nie gesehen. Das ist der Knaller. Alles hier ist. So, hier gibt es tatsächlich Insekten. Die Dschungelprüfung schlechthin. Essen wir sie oder essen wir sie nicht? Enjoy your Insekt, sagt er. Enjoy your Insekt. Insekten gab es jetzt und jetzt gibt es Entecross. Wer von euch ist mit mir zusammen Entecross?